Ich bin die Hilde, ich wohne in Linz, ich lebe alleine. Und was suchen Sie? Ich suche einen etwas jüngeren Freund, einen unternehmungslustigen Mann, der auch ein Auto hat, der mit mir Ausflüge macht. Wie lange sind Sie schon alleine? Ja, ich bin erst 3 Monate alleine. Mein Freund hat mich nach 20 Jahren verlassen, noch für eine jüngere. Von heute auf morgen hat er gesagt, er hat eine Freundin. Haben Sie Das sich ist gekränkt? traurig. Ja, es ist zwar traurig, bin sehr traurig jetzt noch, aber kann man nichts machen, kann es nicht ändern. Und ich habe nur einen Hund, mit dem bin ich heute halt jetzt viel unterwegs. Also so einsam Treiben. sind Sie gar nicht, gell? Na, so einsam auch nicht. Dann habe ich nur 2 Söhne, für die ich manchmal nur kochen tue. Und naja, das passt schon. Wie gesagt, ich hätte gern wieder einen netten Partner. Aber einen etwas jüngeren. Ich will gar nicht sagen, wie alt ich bin, weil ich gern einen jüngeren möchte, weil mit Älteren kann ich nichts auffangen. Das Da. Alter wäre schon korrekt, wenn Sie Nein, sagen nur würden, ja. beweglich halt muss er sein und unternehmungslustig halt. Und das sind sie halt meistens nicht mehr, wenn sie viel älter sind. Und wenn Sie gleich alt sind wie Sie? Nein, das passt nicht mehr. Nicht? Nein. Wie alt sind Sie denn? Nein, das will ich nicht sagen. Na, und wenn die Männer das Alter auch nicht sagen? Ja, dann haben sie Pech gehabt. Aha, also Sie dürfen was die anderen nicht dürfen. Ja, ich habe halt einen Jüngeren lieber als wie einen Älteren. Und nachdem ich vielleicht ein bisschen jünger wirke, möchte ich gern einen Jüngeren haben. Ich sah dich vorbeigehen, junger Mann mit roten Rosen. Und ich sagte zärtlich, junger Mann mit roten Hosen, geh nicht in ein anderes Haus, schenk doch mir den Blumenstrauß, denn ich bin ja so allein. Denn dann bleibst du bei mir, junger Mann mit roten Rosen, und bleibst ewig treu mir, junger Mann mit roten Rosen. Geh nicht in ein anderes Haus, schenk doch mir den Blumenstrauß. Also der Letzte, der war um 16 Jahre jünger. Und das ist gut gegangen. Ist sehr gut gegangen, Aber ja. jetzt mag er immer eine Junge. Ja, jetzt hat er mich ausgetauscht. Und waren Sie vorher irgendwann verheiratet oder? Ich bin geschieden gewesen, aber mein geschiedener Mann ist schon gestorben. Da habe ich 2 Kinder gehabt, kleine. Der hat mich nämlich auch wegen einer Jüngeren verlassen. Leider. Und 3 Kinder habe ich. 2 habe ich von meinem geschiedenen Mann. Und dann habe ich noch einen Lebensgefährten gehabt. Den habe ich auch 20 Jahre gehabt. Und für den habe ich mich jetzt getrennt, für den ich jetzt gehabt habe, die 20 Jahre. Weil der andere, das war ein bisschen ein Weiberheld. Wir sind zwar nur die besten Freunde, wir haben ein gutes Verhältnis. Aber ich möchte ihn halt nicht mehr, weil der hat halt viele andere Frauen und das ist nicht meins. Und wie soll der neue Partner sein? Von wem träumen Sie? Verstand soll er haben, dumm soll er nicht sein. Weil ich bin auch nicht recht dumm. Geh, Maxi, da kommst du, das fährt doch nicht, das passt doch nicht. Was auch, jetzt ist der Hund auch noch da. Ja, sag Ja, jetzt einmal. bleibst du aber dort sitzen. Komm, sitz dich nieder. Max, sitz Ja. dich nieder. Da sitz. Sitz. Nein. Was soll man machen mit dem? Wie soll denn der Mann sein? Ja, ein bisschen jünger soll er sein wie ich. Aber wir wissen ja nicht, wie Schlank. alt Sie sind, daher weiß er nicht, ob er jünger ist oder nicht. Ach so, altersmäßig. Naja, so bis 60. Bis 60, gut. Ja. Und was soll er denn? Wo schlank soll er sein? Ein Haar muss er haben, keine Glatze. Und recht arm darf er auch nicht sein. Ich bin selber nicht arm. Keinen, den ich aushalten muss. Sondern möchte ich nicht gern. Wie soll er ausschauen? Sportlich muss er sein, auf jeden Fall, dass er sich halt bewegt und nicht kein Zuhause-Sitzer.
Und welche Männer gefallen Ihnen denn? Eigentlich kommt es auf die Sympathie drauf an. Wenn man einer sympathisch ist. Wann wird Ihnen ein Mann sympathisch? Ja, wenn man sympathisch ist. Ja, das ist ein Blick und man weiß, man gehört zusammen. Es ist oft so. Und wollen Sie sich wieder verlieben? Auf jeden Fall. Das ist das Allerwichtigste.